Servus Leute, weiter geht's bei Harry Potter Lego in der Kammer des Schreckens, sprich im zweiten Jahr, und wir kommen jetzt ans Gleis 9 Dreiviertel. Zu spät! Beziehungsweise, wir haben es gerade gesehen, wer schuld ist. Nehmen wir eben das Auto! Dürfen wir selber fliegen? Bitte lass mich selber fliegen! Da war der Hogwarts Express! Aua! Nochmal Aua, das arme Auto. Aber wie viel Liebe zum Detail hier gearbeitet wird, ist echt genial. Nicht immer, ja, aber größtenteils. Ja, der Stab ist kaputt. Wieder in Hogwarts. Schön zurück zu sein. In scheinender Weise haben wir 6 Parts gebraucht, denn jetzt haben wir schon mal einen halben Part mit Bonuslevel verbracht. Mal sehen, wie lange jetzt das. Kann man das da. Wir können immer nichts machen, ne? Nee. Und wie ihr sehen könnt, ich habe immer noch die Karottenzauberstäbe. Ich finde das einfach zu lustig. Tut mir leid. Ey, da oben sind Charaktere. Ich will die haben. Sorry. Und Ron kriegt die Retourkutsche. So muss das sein. Wie war das denn jetzt, bitte? Ich hoffe ja, dass wir im zweiten Schuljahr jetzt endlich mal Alohomora lernen, dass wir blöde Schlösser knacken können. Wir haben jetzt schon so viele Schlösser gesehen, wir können nichts damit machen, das nervt. Ich will die aufmachen, ich will die alle aufmachen. Da geht's weiter. Ich muss machen. Naja, Powertrank. Gibt es hier einen Powertrank? Kann man den irgendwo machen? Ja, gut, dann gucken wir da mal nach den Zutaten. Böle Powertrank. Eine Biotonne, die Unkraut. Okay. Und die uns eine Zutat gibt, jawohl! Rein da! Brauchen wir noch ein Skelett? Ich glaube, ich sehe, wo das Skelett ist. So. Damit haben wir den Arm. Sehr gut. Fehlt noch ein Teil. Ja, für dich brauche ich Alohomora. Ne? Ja, das letzte Teil. Wo könnte das sein? Wer könnte es verborgen halten? Ach, du vielleicht. Damit hätten wir den Powertrank zusammen. Sag mal, könntest du jetzt vielleicht mal das Ding da reinschmeißen? Danke. Da. Ich glaube, der eine, ich nenne es jetzt mal Cheat, den man da aktivieren konnte, den man kaufen konnte, der macht, dass man das dauerhaft hat. Bin mir aber nicht sicher. Aber es wirkte auf dem Bild so. So. Folgen wir dem Geist. Machen wir in dem Part mal nur Story, weil wir haben ja noch keinen neuen Zauber gelernt. Und ich habe auch keine gekauft, schlauerweise. Hätte ich gleich machen sollen eigentlich. Aber man lernt eben erst hinterher so wirklich. Ach, Schnarch ist ja langsam. Ich gehe einfach schon mal vor, okay, Kollege?
Hallo. Ich mag es, dass ich alle abschießen kann. Ach, jetzt kommt die alle rauen Szene, okay. War das im zweiten Teil. Okay. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Nummer 1. Warte mal. Ziemlich verarschen, Harry Potter. Leg das Zeug jetzt da rein, wo es rein soll. Meine Güte. So, Nummer 2. Kann ich kaputt machen. Oh. Wo ist die letzte? Da. Ja, mit dir. Das heißt, wir können jetzt die anderen Viecher dann beim Haus der Weasleys fangen. Umgang mit Alraunum freigeschaltet. Gut. Nehmen wir an, das war's dann auch, oder? Muss ich mein Zeug wieder abgeben oder darf ich einfach wieder gehen? Ja, was ist bei euch dreien so? Hä? Gut. Die Schlösser knacken können. Hallo. Ihr merkt schon, ich mache gerade ein bisschen mehr auf Story. Einfach, damit wir mal zu irgendwas kommen. Hi. Beweg dich. Wir sehen, wo ich lang muss. Das ist ein großes grünes Schloss. Wo war das nochmal? Das Umziehkabinett da hinten. Der Schrank. Kabinett wäre ein bisschen übertrieben. So, gib mal her da. Oh, Leute, keine Sorge, ich kläre das gleich. Hier, mit Alraun kenne ich mich aus. Ich bin Experte. Ich habe gerade studiert. So. Guck mal, Jungs, so macht man das. Habt ihr nicht aufgepasst oder was im Unterricht? Mann, 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 ey. So macht ihr aber keinen Abschluss, ihr Loser. Wow. Bin sehr nett. War das hier mit der Fackel, die eingeschlossen war? Ja. Eine Fackel mit einem Schloss dran. Das ist auch so dämlich. Aber gut. Es ist, wie es ist. Na, traust du dich nicht? Soll ich dir helfen? Warte, ich helfe dir. Schade, geht nicht. Richtig runter. Warn uns Slytherin, ist nicht so schlimm. Wo rennt der jetzt hin? Rennst du von mir weg oder was? Rennst du von mir weg? Lauf, kleiner Slytherin, lauf! Lauf! Macht Spaß, tut mir leid. Ach, da oben dürfen wir jetzt hin. Machst du das jetzt uff, ja? Ah, Hilfe, Gott! Brauch einen Schrank zum Umziehen. Er ist da oben. Scheiße. Okay, Harry hat sich mir eben im Pfeil durch den Kopf gerammt. Jordan freigeschaltet. Okay. Dankeschön, Ron. Ja. Aber was will uns Harry mit dem Pfeil im Kopf sagen? Dass er keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße hier hat?
Was hast du für Probleme, hä? Achso, das ist der komische Kameradude aus dem zweiten Teil. Sollte bei Cutscenes die Kamera immer ausblenden. Was soll ich jetzt machen? Verwandlungen. Ach so. Ah. Türchen Nummer 1 durch. Hey Ron. Dann mach du mal. Er macht Frösche. So. Und Hermine, jetzt bist du dran. Nicht damit. Auch Frösche, okay. Weg damit. Jetzt ist es eine Ratte. Cool. Und Verwandlungskunst freigeschaltet. Ich weiß gar nicht, ob wir hätten schon sein sollen. Wir waren aber einfach da. Ist vielleicht optional, was wir jetzt gelernt haben. Aber nicht weiter trauen. Ja, damit. Will alles haben. Wir haben jetzt auch noch Stuff, den wir uns holen können. Kann man hiermit irgendwas machen? Habe ich die gerade verwa... Das geht mit... Ja, gut, geht vorbei. Was wirst du? Frosch. Ah. Jungs? Na, hallo, Jungs, könntet ihr vielleicht mal... Hallo? Macht ihr das nur, wenn Harry draufsteht, oder was? Der ist ja gemein. Kann ich Professor McGonagall auch verwandeln? Nö. Schade. Es hilft mir einfach keiner. Menno. Ja, ich kann es ja nicht machen, wenn ich draufstehe. Kacke. Nö, das ist doof. Ich geh. Ciao. Kein Bock mehr auf die Scheiße hier. Wo geht's denn hier raus eigentlich? Hallo? Ah, da. Geh mal dahin, wohin sollen. Doch kann ich jetzt den blöden Fotofuzzi hier verwandeln? Oder die Katze? Was kann die Katze mehr aus dem Frosch? So, hast du verdient. Ach so, wir brauchen ja den. Hm. Wir brauchen das da, ja, um weiterzukommen. Hey Harry! Ah, oh, hier! Hör mal auf mit dem ganzen Fotografieren. Langt jetzt. Wo ist dein Topf, wo du reingehörst? Gute Frage, nächste Frage. Muss ich ja nicht irgendwo in den Topf stecken, kann ich einfach so rauslassen. Aber wo? Ah, weißt du was hier? Bleib da! Sollen sich die anderen damit rumschlagen? Ich gehe jetzt erstmal weiter. Oder brauche ich die, um da durch... Ah, okay, wartet. Ich brauche das, um das zu sprengen, oder? Ah, ja. Und da oben ist dann der Topf. Okay. Aber wie heißt er nochmal? Ich hab's vergessen. Ich weiß nur, dass die Hermine auf den ein bisschen abgefahren ist. Den Autoren. Wo ist denn hier? Okay.
Sieht gut aus. Das kommt dann. Wo kommt das hin? Dahin? Ah ja. Du kommst dann wahrscheinlich da oben hin. Jawohl. Und dann bist du das letzte Teil. Sehr schön. Kommt da auch irgendwas drauf? Nee. Ah, doch, aber da können wir nichts machen. Aktuell. Okay, dann machen wir das hier noch. Komm. So, lernen wir jetzt endlich mit euch Viechern klarzukommen, ja? Das Gesicht. Aua. Aha. Da waren die Haare weg. Na dann, wir haben jetzt den Immobulus. Drücke A, was? Drücke A und wichtel Moves 1 und 4 und zaubere ihn erneut. Ach so, okay, ich muss sie zweimal abschießen. Verstehe. Nein? Oh Gott. Jetzt. Die visiert so viel an, das ist der Wahnsinn. Was ein Dorftrottel. Toll, jetzt sind es 5 von denen. Kann ich nicht endlich besiegen. Der hat sich festgebackt, okay. Dann hast du dich jetzt rausgebackt aus dem Spiel. Perfekt. Ah, hier bin ich alle im Weg rum. So, geschafft. Und dann den ist auf. Den Zauber ist auch freigeschaltet. Sie können jetzt endlich auch im Flur dann diese Viecher platt machen. Sehr gut. Eieieiei. Aber wie hieß der Trottel nochmal? Ich komme gerade echt nicht auf seinen Namen. Oh. Mal das gucken. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch mit meinem Soundprogramm? 7 Minuten. Das geht auf. Das ist perfekt. Ich würde sagen, dann düsen wir hier mal raus. Wo ist der Ausgang gewesen? Da. Und dann machen wir auch den Karotten-Zauberstab-Dings da wieder aus. So. Wollen ja schon hier ein bisschen ernst walten lassen, nicht wahr? So, Le Geist, wo bist du da? Okay, er will hier durch, das habe ich schon verstanden. Klauen Sachen! Kleinen Spinnen klauen Sachen! Und die Katze ist versteinert. Die Symbole an der Wand. Das ist legisch. Legoisch. Oh.
Was stand da drauf? Schlammblüte als nächstes, ne? Ja, war's, Harry? Wer wisse es noch nicht, man munkelt's nur. Okay, du willst hier rüber, hier gibt's nur einen Weg, brauch ich auch nicht richtig zu warten. Weil du dich erlernt hast, viel Safttrank zu bauen. Ja, euch kann man jetzt endlich platt machen. Da! Und weg damit. Machst du jetzt ein Ding? Kann ich damit jetzt machen? Ah, Hubschraub. Wir können jetzt eine weitere Vielsafttrank-Zutat, glaube ich, bekommen. Ich weiß nur nicht so ganz. Ja, was? Geil. Ich mag meinen Hubschraubschraub. Oh, manchmal die Kamera gerade unscharf. Das wirkt so. Okay, ich muss aber langsam mal Schluss machen, weil sonst gehen uns hier die, gehen uns das Programm aus, das ist doof. In dem Sinne, Leute, sag ich mal an der Stelle vielen Dank fürs dabei sein, fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, dann ihr wisst ja, wie ihr mich unterstützen könnt und ich muss jetzt raussehen, wie ich hier speichern kann eigentlich. Wie speichere ich jetzt? Gut, ne? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, er hat automatisch gespeichert. Ansonsten sehen wir uns hier einfach wieder. In dem Sinne, macht's gut, macht's besser. Euer Schraubsel, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich hab's gar nicht gesehen, so.